Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warplanes. Ich hoffe, ihr habt eure Fallschirme mit eingepackt, denn wir werden jetzt mal eine Runde abstürzen. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe es nicht. So, dann würfel ich mal. Meine zwei Sechser Würfel. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, den hatte man schon mal gehabt. Ja, dann schauen wir mal, ob da Verbesserungen alle drin sind. Okay, die eine kann ich noch verbessern. Aber da fehlen mir die XPs für. Kein Problem. Dann fliegen wir halt ohne die Verbesserung. So. Ich habe gestern nur noch zwei Runden gespielt, dann habe ich auch aufgehört. Muss noch ein paar andere Sachen machen. Muss eigentlich heute wieder noch ein paar andere Sachen machen. Aber ist ja nicht schlimm. Einziges wäre halt, wenn ich alle durchgespielt hätte, würde ich natürlich ein bisschen schneller im Fortschritt kommen. Also vielleicht irgendwann mal einen Siemer. Habe ich vielleicht schon einen Siemer? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nur Sechser. So, ich werde jetzt gleich mal zwei, drei Runden spielen. Und dann muss ich schnell einkaufen gehen. Und dann muss ich schon wieder arbeiten. So. Schauen wir uns mal die Gegner hier an. Schlechter, schlechter, schlechter. Oh, da bin ich besser. Schlechter, besser. Schlechter, 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 besser. Gut, ich kann mir einen Jäger vorknöpfen und zwei Schlachtflugzeuge. Na super. Jetzt gehen wir erstmal hoch in die Lüfte. Bis auf 2000 Meter. Oh. Gefährlich, gefährlich. Schauen wir uns mal hier die Landschaft ein bisschen an. Schön, oder? Ich liebe Fliegen. Unten ist einer. Mist. Mein Flügel ist abgeflogen. Ja, sowas passiert. Wollen wir mal schauen, wie ich wieder landen werde. Das sieht auch immer cool aus. Okay, ich bin ziemlich weit hochgeflogen. Es wird jetzt bestimmt ein bisschen dauern, bis ich unten ankomme. Aber der fällt ganz schön schnell. Oh, da ist er schon den Boden. Und nein.
Bong. Volltreffer. So, dann gehe ich hier mal wieder raus. Wir sind liegen am Verlieren. Wie schön. Und dann schnappe ich mir mal meine Würfel wieder. Und würfel. Eine 8, zweimal eine 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann gehen wir jetzt mal mit den Amerikanern in der Schlacht. Schauen, Verbesserung, alles bei. Nehme ich die Bombe mit. Ja, nehmen wir. Okay, Raketen in dem Fall jetzt. Ne? Wenn man die weglässt, ist man ein bisschen wendiger und ein bisschen schneller. Wenn man sie mitnimmt, ist man natürlich schwerer und dadurch ein bisschen schwieriger und nicht so wendig. Also wir spielen jetzt den Mehrzweckjäger und nein, er ist zerstört. Hoffentlich. Ich will nicht nochmal abgeschossen werden. Na, schlechter, 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 schlechter. Da bin ich besser, schlechter, besser, schlechter, schlechter, schlechter. Da, der hat nämlich, ich sag jetzt mal, der hat die Rakete nicht mit. Deswegen ist er ein bisschen wendiger und schneller. Ja, dafür kann ich mit Raketen schießen. Stay in Queen. Stand doch da auch irgendwas, oder?